Schau mal, wer seinen Platz da im Büro gefunden hat. Hey! Fang! Weißt du was? Gabriele! Leute wie du wurden geboren, um Leuten wie uns zu dienen. Ja. Das liegt dir im Blut. Gabriel, ich will, dass du mir auch einen Kaffee machst. Und wenn ich ihn mag, denke ich darüber nach, dir ein Trinkgeld zu geben. Solltest du nicht. Hey, 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 Leute! Sie denkt, wir würden Grenzen überschreiten. Oh ja, du weißt, wie man Grenzen überschreitet. Wie hast du es gemacht? Bist du über die Mauer oder mit einem Lastwagen? Was macht ihr da? Keine Arbeit zu erledigen oder was? Kaffeepause, Boss! Jim, ich will euch beide in meinem Büro sehen. Leute, nur eine Minute. Hört zu, wir haben ein sehr wichtiges Projekt für all unsere Partner und ich brauche meine besten Leute dafür. Ich brauche euch beide, die daran arbeiten. Das Projekt muss bis Donnerstag fertig sein. Ich denke, das ist für euch die Möglichkeit zu beweisen, dass ihr beiden die Besten seid. Wenn ihr es schafft, werde ich euch beide für eine Beförderung in das Zentralbüro vorschlagen, aber wenn ihr versagt, könnt ihr euch jede Beförderung in der Zukunft abschminken. Aber Mr. Aldrin, wollen Sie, dass ich mit ihr zusammenarbeite? Haben wir nicht irgendwelche normalen Menschen hier, wie irgendjemanden? Jim. Ja? Ich akzeptiere keine Intoleranz in meinem Büro. Sollten Sie ein Problem damit haben, wer Gabby ist. Nur zu, Sie können jetzt kündigen. Aber wenn Sie weiter für mich und mein Unternehmen hier arbeiten wollen, müssen Sie meine Angestellten respektieren, klar? Okay, ich hab verstanden, Mr. Aldrin. Dann worauf wartet ihr noch? Los geht's! Macht mich stolz! Hey, Jim! Ich habe eine fantastische Idee! Ich dachte schon, du willst mich ausrauben. Sowas macht ihr Leute doch heutzutage, oder? Oder lebt ihr von Sozialhilfe? Hat Mr. Audrey nicht gesagt, du sollst so nicht mit mir sprechen? Glaubst du, ich würde mich erniedrigen, mit dir zu arbeiten? Ich hab Würde. Aber dieses Wort lernt ihr wahrscheinlich nicht in der Schule. Gibt's ein Problem? Nein, nein, nein. Jim hat mir nur etwas von seiner Idee erzählt. Über die Lieferoptimierung. Ja. Kann ich's mal anschauen? Klar. Wovon redest du? Wow, Jim, das ist fantastisch. Ich wusste, dass Sie klug sind, aber das hier, das ist ein Gamechanger. Sind Sie da ganz alleine drauf gekommen? Ja, einfach ein paar Stunden aufbleiben, bisschen recherchieren. Leute, also wenn ihr so weitermacht, dann habe ich keine Zweifel daran, dass ihr das packt. Super Arbeit, macht weiter so. Okay. Was war das? Was sollte das? Naja, zumindest hat irgendjemand meine Arbeit geschätzt. Und? Willst du wissen, was das ist? Okay, aber mach schnell, ich will nicht, dass man dich mit mir sieht. Du willst mir also erzählen, dass wenn wir die Lieferanten auf 16 erhöhen, wir die Lieferkosten um 4 reduzieren können? Um 6, um genau zu sein. Du hast einen Fehler gemacht. Hier. Siehst du? Ah, ja, du hast recht. Ja, so. Wir haben noch einiges an Arbeit vor uns. Also zuallererst müssen wir den Integrationsprozess neu organisieren. Okay, lass mich mal schauen. Oh,
Das Koffeinlevel in meinem Blut hat sein Limit erreicht. Willst du noch einen Becher? Nein. Okay. Was ist das? Hey, nicht gucken! Okay. Nicht gucken! Okay. Ich bin okay. Fast fertig. Nun, eigentlich schaue ich gar nicht auf das Board. Weißt was? Du siehst sehr süß aus mit der Brille. Und das klingt vielleicht komisch, aber auf eine gute Weise. Ja. Okay. Ich denke, ich kann es. Ich kann es dir zeigen. Tada! Oh. Gabby, du bist ein Genie. Ich weiß, ja. Warum bin ich nicht darauf gekommen? Ich weiß nicht. Vielleicht warst du zu beschäftigt damit, dich über andere lustig zu machen. Ja, hör zu, das tut mir leid. Ich habe mich da ziemlich dämlich angestellt. Also, wir werden die Anzahl der Bestellungen verdoppeln, ja? Die Aufträge verdoppeln, okay, und die Nachfrage erhöhen. Okay, wir sollten es in der Mitte des Monats... Ja, und den durchschnittlichen Anstieg wird ansteigen auf 22%. Oh mein Gott, wir haben es geschafft! Okay. Hey, wir sollten das feiern. Lass uns essen gehen. Ist das ein Date? Weißt du was? Ja, ist ein Date. Komm schon, ich kenne ein gutes Restaurant, zwei Blöcke von hier. Als ich ein Kind war, war ich in allen möglichen Kindertalentshows. Und bitte sag das keinem, ich habe gesungen. Was? Ja. Nein, du kannst nicht singen. Ich kann nicht? Hast du gesagt, ich könnte nicht? I love it when you call me Senorita. Da 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 da. Yeah. It's true, la la la. It's so la la la. Oh, you keep me wanting. Okay, ich muss kurz auf die Damentoilette. Es tut mir leid. Okay, ich warte hier. Hey, Kumpel! Hey, Kumpel! Was geht, Jimmy Boy? Hey! Was machst du denn hier? Es ist nichts Spezielles, es ist nur ein Essen alleine. Ich wollte gerade losgehen. Gut für dich! Denn weißt du was? Vor einer Sekunde dachte ich noch, du wärst hier mit diesem Drecksack. Das wäre echt eine Schande für unsere Gemeinschaft, Jimmy. Ja. Stell dir vor, Jim, unser Jim, mit diesem Burrito. Mein Hund ist schlauer als Sie. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich mich erstmal waschen muss, wenn ich mit ihr unterwegs war. Ja, wow. Ja. Hast du das gehört? Du gehörst nicht hierhin, Kaktus. Hau besser ab. Ja, hau ab, Mädchen. Gabby, bitte warte, ich erkläre dir das. Das war ein Versehen. Ein Fehler? Ein Fehler war, dass ich geglaubt habe, du hast dich geändert. Du bist ein egoistischer und verwöhnter Mann. Gabby. Der denkt, dass die Hautfarbe über den Platz einer Person in der Gesellschaft bestimmt. Gabby, ich... Es tut mir wirklich leid. Ich bin raus aus dem Projekt. Die Präsentation ist deine. Bist du glücklich? Vielleicht hattest du recht. Ich gehöre hier nicht hin. Ja, ich möchte nicht in der Nähe von euch sein, ihr schlauen Leute. Und weißt du was?
Ich kann mir nicht einmal vorstellen, wie viele Male ich mich putzen und waschen muss, um sauber zu werden, nachdem ich mit dir gearbeitet habe. Und hier ein Tipp. Buena noche. Liebe Kollegen, Mr. Lewis wird Ihnen nun das Projekt vorstellen, wovon ich gehört habe, dass es die Zukunft unseres Unternehmens beeinflussen könnte. Mr. Lewis? Danke, Mr. Aldwin. Ich möchte nochmal sagen, dass das wirklich etwas sein könnte, was die Zukunft des Unternehmens ändert. Also, lasst uns einen Blick reinwerfen. Was? Das ist Gabby. Sie ist die klügste und beeindruckendste Frau, die ich in meinem ganzen Leben getroffen habe. Sie hat den hellsten Geist. Und sie hat das schönste Lächeln der ganzen Welt. Aber sie ist auch der mutigste Mensch. Denn jedes Mal, wenn sie zur Arbeit kommt, muss sie diese blöden Witze und Gelächter hören. Nur weil sie nicht hier geboren wurde. Sie muss dafür kämpfen, hier arbeiten zu dürfen, nur weil sie anders aussieht. Gabby, ich möchte mich entschuldigen. Ich habe dich verletzt und es tut mir leid. Ich war ein Idiot, nicht zu merken, dass die ganze Zeit die einzig peinliche Person ich war. Mr. Aldwin, ich verdiene keine Beförderung. Das ist nicht meine brillante Idee, es ist Gabbys. Hier ist die Präsentation. Gabby. Ach, komm schon. Wirst du mir verzeihen? Ich versuche es. Aber du musst versprechen, dass du niemals wieder singen wirst. Ich verspreche es. Wo willst du heute hingehen? Ich weiß nicht. Vielleicht Pizza? Hey, Jimmy Boy, du bist so ein Loser. Halt's Maul. Du kannst Basketball am Samstag vergessen. Mach dir keine Sorgen um ihn, er hat jetzt neue Freunde. Und ja, hast du dir nun einen Sombrero gekauft? Hey, ihr beiden. Ihr seid beide gefeuert. Es gab schon viel zu viele Beschwerden über euch und jetzt raus hier. Verschwindet und zwar jetzt. Glückwunsch. Es freut mich, dass Sie Ihre Courage gefunden haben und es freut mich wirklich. Danke, Sir. Ich schäme mich wirklich dafür. Das ist okay. Viel Glück.